Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu diesem Haul-Video von mir. Ja, nicht wundern, dass ich fast genauso aussehe wie in dem Video zuvor. Aber da habe ich ja das Get Ready With Me gedreht und hatte euch ja erzählt, dass ich noch vorhabe, ein paar Videos vorzudrehen. Und ja, und ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir schnell das Haul-Video. Ich habe hier zwei Tüten. Das ist ein Sammelhaul von Mitte Februar bis jetzt März. Die letzten Sachen sind irgendwie letzte Woche gekauft. Immer mal wieder so Kleinigkeiten. Ich war im Kaufland, wo ich einiges gefunden habe, im DM, im Teddy und auch Kick und ja, Rossmann hatte ich, glaube ich, erwähnt. Und ja, ich habe das jetzt hier wild durcheinander. Ich habe keine Reihenfolge. Ich werde euch einfach dann sagen, wo ich die Produkte her habe und werde die jetzt einfach willkürlich aus der Tüte rausholen. Ich nehme mal hier die erste. Da beginnen wir auch gleich mit Rossmann. Das erste, was ich habe, ist diesen Massagehandschuh. Der ist von der Firma For Your Beauty. Wie gesagt, aus dem Rossmann. Der war eine Woche im Angebot für 1,99 € und ja, ich wollte unbedingt einen neuen und deswegen habe ich ihn mir mitgenommen. Ja, wir haben schon zum Teil, aber irgendwann sollte man die natürlich auch auswechseln und deswegen eben den neuen. Ich habe ihn jetzt eben noch zugelassen, weil ich euch die Sachen eben zeigen wollte. Jo, lege ich mal hier unten hin. Dann haben wir aus dem DM einmal mitgenommen von Baby Love diese Pflegetücher. Da werdet ihr auch im Aufgebraucht-Video sehen, was noch kommen wird, dass wir relativ viel davon aufgebraucht haben, also zwei Packungen. Weil wir beide ja sehr doll erkältet waren, zweimal hintereinander. Also ich bin immer noch nicht so ganz auf dem Dampfer. Ich denke, das hört man auch noch ab und zu, dass ja die Nase ein bisschen bei mir dicht ist. Und deswegen ja, finden wir die eben relativ gut, weil man die wirklich für alles benutzen kann. Die kamen jetzt 95 Cent im DM. Genau. Dann, ja, Kaufland war vor 2 Wochen, glaube ich, im Angebot von Litamin. Dieser Badezusatz für 1,49 € der große und anstatt 1,95 €, deswegen haben wir den mitgenommen. Das soll sein orientalische Duftoase. Das riecht sehr, sehr gut. Mein Mann und ich haben das gemeinsam ausgesucht. Und ja, freue ich mich auch schon drauf, das zu benutzen. Es ist wirklich, ja, sehr orientalisch. Ich gucke gerade, was hier drauf steht. Also irgendwie soll da Honig mit drin sein. Ja, bin echt gespannt, wie es ist, weil sonst hatte ich ja immer nur Zitrone, Buttermilch und mein Mann hatte das andere magische Momente und jetzt haben wir mal das eben. Und ich finde ja auch die Verpackung schon sehr ansprechend hier in diesem Gold und dann, ja, echt toll. Also von der Verpackung her, alles andere werden wir testen. So, ich nehme mir mal die Tüte jetzt hier auf den Schoß, die erste. Dann habe ich im Kaufland ebenfalls gekauft von Blender Med die 3D White. Die hat, glaube ich, 1,49 € gekostet, war die den Tag, glaube ich, auch im Angebot. Das ist Vitalize mit Clean Mint. Die hatten wir bisher noch nicht, die wollen wir austesten und ja, mal gucken. Im Aufgebraucht-Video werden wir dann berichten, wie die ist. Dann aus dem DM einmal mein Gesichtswasser von Balea. Das, was ich ja immer benutze, dieses blaue mit Wasserlilie und Lotusblütenextrakt. Davon habe ich auch den Reinigungsschaum und finde die Serie eigentlich sehr gut, diese blaue davon. Und ja, das ist ein Gesichtswasser, das kostet 75 Cent, kann ich echt nur empfehlen. So, machen wir gleich weiter im DM. Dann habe ich mir einmal von Balea mein Glossy and Shine Haarspray nachgekauft. Mein Mann benutzt momentan mein Haarspray mit. Und zwar jeden Morgen. Und dann habe ich gedacht, na gut, wenn ich dann irgendwann mal Locken oder so machen will und dann hast du nichts mehr, kaufst du dir das nach. 85 Cent, ein sehr, sehr gutes Haarspray. Ich mag das, es verklebt nicht, hat einen guten Geruch. Und ja, finde ich echt sehr, sehr gut. Dann im Rossmann habe ich mir zweimal diese Tuchmasken mitgenommen von Hydro. Die haben gekostet 79 Cent, wo sie wieder im Angebot waren. Die sind vegan und es ist eben immer eine Anwendung drin. Ja, aber die zeige ich euch auch so gut wie in jedem Haul- und Aufgebraucht-Video. Also die sind echt toll. Dann machen wir weiter mit. Nee, das war Rossmann. Genau, da habe ich mir zwei Masken mitgenommen. Einmal diese Repair-Maske und einmal die Pure Skin. Die waren die eine Woche im Angebot für 29 Cent. Deswegen durften die mit. Auch diese sind vegan. Es sind zwei Anwendungen drin. Die klärende Pflegemaske, die mag ich echt sehr, sehr gerne, weil die einfach nur prima ist. Ich mag sie, ist schon vom Auftrag her. Die Repair-Maske hatte ich bisher noch nicht. Die will ich aber mal testen, mal schauen,
wie die ist, beziehungsweise die habe ich, ja, mal gucken, ob ich die auch meinem Mann gebe, weil der auch relativ trockene Haut hat und ja, vielleicht hilft die. Spätestens im Aufgebraucht-Video wisst ihr dann Bescheid. Ja, dann im Kaufland waren einen Tag die Garnier Hautklar Antipickel-Thermomaske im Angebot für 55 Cent. Deswegen habe ich sie mitgenommen. Ich hatte von Uli mal eine halbe Packung bekommen, fand sie sehr, sehr gut und habe sie mir deswegen nochmal nachgekauft. Ich finde sie sehr gut, aber die reinigende Maske von Revival Loop finde ich irgendwie noch ein Stück besser. Keine Ahnung warum. Dann war von Shavens diese Luxusmaske mit Gold im Angebot bei Kaufland für 49 Cent. Ja, die aktiviert die Zellen, verfeinert den Teint. Ich habe sie bisher noch nicht getestet, keine Ahnung. Mal gucken, wie sie ist. Wenn sie gut ist, kann ich mir dann durchaus dann auch wahrscheinlich vorstellen, sie nachzukaufen. Aber ja, momentan habe ich dann erstmal genug Masken, die dann wieder aufgebraucht werden müssen. Ja, dann weiter Rossmann, einmal von Hydro, die 3-in-1 milde Reinigungstücher. Muss ich euch auch nichts mehr zu sagen. 25 Stück drin sind vegan. 79 Cent haben sie gekostet. Sind meine liebsten Reinigungstücher und deswegen dürfen sie immer wieder mit. So, dann machen wir weiter. Ne, machen wir weiter mit Rossmann. Ich hatte euch in. Ne, hatte ich euch noch gar nicht. Ich wollte mein Make-up für alle. Oder war kurz davor, alle zu gehen und ich hatte nichts mehr und wollte mir dann meins nachkaufen. Rossmann in der Werbung stand drin, dass es im Angebot ist. Allerdings war es dann nicht der Fall, sondern es war dieses dann. Das Long-Lasting Make-up war im Angebot für 2,99 anstatt 3,49. Es ist die Farbe 01 Light Beige. Ich habe es schon benutzt. Was mir ein bisschen auf den Keks geht, ist, dass der Deckel nicht mehr festsitzt. Also der ist relativ locker. Hier, ganz locker. Ja, es soll bis zu 16 Stunden einen Matteffekt geben. Kann ich so jetzt nicht zu sagen. Dieses Make-up ist ein bisschen rosastichig. Wenn man es aufträgt, es wird fleckig. Ich weiß gar nicht, könnt ihr das sehen? Also hier, das passt sich nicht meinem Hautton an. Das andere, was ich vorher hatte, also das Natural Lift Make-up, was ich mir jetzt nochmal nachgekauft habe, das passt sich ein bisschen besser an. Also ich finde, das ist fleckig beim Auftrag her, ob nun mit einem Pinsel oder eben mit dem Ebelinen-Ei. Deswegen, ja, ich weiß noch nicht. Also ich muss gucken, wie es sich im Sommer verhält. Ansonsten, ja, werde ich irgendjemand anders fragen, ob der da vielleicht dran Interesse hat. Ja, für mich ist jetzt erstmal so ein Flop-Produkt und ja, habe gedacht, es ist genauso gut, aber nein, leider nicht. So, dann habe ich mir im Rossmann nochmal aus der. Wie hieß die LE? Irgendwas mit Kiss, ne? Keine Ahnung. Habe ich mir auf jeden Fall den Blush gekauft in der Farbe 01. Nothing but Love Stones. Diesen hier, der war dann reduziert auf 1,65 €. Ja, es war der letzte, der nicht angekrabbelt war. In dieser Herzform ist der. Ich habe ihn selber auch noch nicht ange. Ja, noch nicht reingefasst, noch nichts geswatcht oder so, weil ich eben noch nicht sicher bin, ob ich ihn behalte oder ob ich ihn vielleicht weiter verschenke, verlose, was auch immer damit eben. Und ja, deswegen kann ich euch und dann möchte ich euch jetzt dazu auch noch keinen Swatch machen, aber ich denke, hier gibt es genug Mädels auf YouTube, die sich den gleichen gekauft haben, wo ihr einfach mal gucken müsst. Da werdet ihr dann sicherlich Swatches auch zu sehen können. So, dann habe ich mir das schon ein bisschen länger her, die Lip Butter von Labello nochmal gekauft in Blueberry Blush. Die war ja dann auch reduziert auf, ich glaube, 99 Cent oder so. Und dann habe ich sie mir mitgenommen. Ja, ich habe jetzt aber noch genug andere, die erstmal alle müssen, weil die einfach angefangen sind. Und wenn die dann alle leer sind, kommt die dann irgendwann. Und dann gab es bei Payback 20 Extrapunkte, 50 Extrapunkte auf Glade. Und ich habe mir eine Kerze mitgenommen, und zwar diese hier. Das ist die Bali Sandelholz und Vanille, ist eine Limited Edition. Und oh, die riecht einfach nur lecker. Die riecht ja nach so einem Männerparfüm, finde ich. Ich mag sie so vom Geruch her sehr gerne. Ich bin gespannt, wie sie sich verhält, wenn wir sie anzünden. Ja, und dann werdet ihr sie irgendwann im Aufgebraucht-Video sehen. Ist sie gut, werde ich sie mir auf jeden Fall nochmal holen. Kostet knappe 3 Euro. Ja. So, dann machen wir weiter mit der zweiten Tüte, die auch voll ist bis oben hin. Bei Rossmann gab es im Angebot Perfect Mousse, diese Schaumkoloration.
In der Farbe 200 Schwarz für 2,99 anstatt für 3 Euro noch was. Ich hatte mir das letzte Mal, um mein Schwarz nachzufärben, von Akzent eine Haarfarbe gekauft aus dem Rossmann. Total der Flop, sage ich euch auch was im Aufgebraucht-Video zu. Bei der, die hatte ich schon mal, von der war ich sehr begeistert und deswegen habe ich sie mir jetzt auch wieder nachgekauft. Und ja. Mal gucken. Ich bin übrigens am Überlegen, ob ich mir meine Haare, also die oberen, ob ich vom Rot weggehe und sie in einem violett-lila Ton färben will, mit dem Schwarz eben weiterhin unten. Ich muss mal gucken, wie es dann ist, ob ich dann auch wieder zu dem Rot zurückwechseln kann oder wie sich das eben verhält. Ja, aber ihr werdet es ja dann im Video sehen, wenn dann aus dem Red Fox ein Violet Fox geworden ist. Aber erstmal diese schwarze Haarfarbe mit diesem Pumpspender kann ich super empfehlen. Leider haben die einfach ja keinen schönen Rotton, der mich irgendwie anspricht und deswegen ja durfte nur das Schwarz mit. So. Dann, ja, ich habe gesündigt. Ich habe mir im Doppelpack von Palmolive das Thermal Spa gekauft. Das gab es bei DM für 1,99 für beide im Angebot. Und ja, deswegen habe ich es mitgenommen. Eins werde ich behalten, eins geht weiter. Dann, ich habe noch mit meiner Brieffreundin noch ein Päckchen jetzt vor nochmal zu Ostern. Und deswegen, ja, habe ich ihr da, deswegen habe ich eben an uns beide gedacht. Und deswegen kriegt sie dann eins ab davon. Ja, dann. Ist aus dem Sortiment jetzt gegangen von Balea die Cremeöl, das Cremeöl-Duschpeeling mit Apfel und Zimt. Ja, ist für mich ein Weihnachtsgeruch, werde ich mir auf jeden Fall auch aufheben. Hat jetzt nur noch 90 Cent gekostet. Ich habe es letzte Woche Donnerstag gekauft. Also, wenn ihr noch zum DM kommt oder so die Woche, dann ja, guckt einfach mal nach, ob gegebenenfalls euer DM das noch führt. Und wenn ihr das toll fandet, dann nehmt es euch mit, weil 90 Cent ist ein sehr guter Preis. So. Dann habe ich auch aus dem DM mitgenommen von BB die 3-in-1 milde Reinigungstücher, die fliegende Reinigungstücher für empfindliche und trockene Haut. Uli fand die sehr gut und es gab irgendwie auch bei Payback irgendwelche Punkte auf BB Gesichtsreinigung. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn Uli die schon gut findet, dann probierst du die einfach und zu nur zum Swatches wegmachen. Die haben jetzt, ich glaube, 1,65 oder so gekostet. Oder 1,45. Ich weiß es gerade nicht. Bin gespannt. Sind jetzt, also jetzt habe ich aktuell noch gerade von Revive de Loop welche in Gebrauch. Wenn die dann alle sind, dann ja, benutze ich mal die und gucke dann mal, wie die so sind. So, mein Mann hat sich ein Spray ausgesucht von 8x4, das Beast. Mit Kardamom, Vanilla and Wood und ja, 24-Stunden-Schutz. Das Ganze ist ohne Aluminiumsalze. Da achtet er auch momentan sehr, sehr drauf. Das hat jetzt 1,55, glaube ich, gekostet. Es riecht sehr, sehr männlich, sehr angenehm. Ich mag das sehr gerne an ihm. Und ja, er testet sich momentan durch, was so für ihn das Beste ist. Ich habe mir auch eins von 8x4 mitgenommen, das Inspire with White Peach, Waterlily and Jasmine. Ja, das ist auch ohne Aluminiumsalze, hat auch 1,55 gekostet. Das ist ein sehr angenehmer weiblicher Duft, finde ich sehr gut und ja, habe aber jetzt noch momentan anderes im Gebrauch, nicht im Angebot, aber im Gebrauch und wenn das dann alles ist, dann kommt das dran. Ja, im DM habe ich mir auch noch einmal meine Ebelin 40 Maxi Pads gekauft, 65 Cent, normaler Preis wie immer, sind toll, finde ich gut, kaufe ich mir immer wieder nach. Dann habe ich mir noch von Essence, von Studio Nails, eine Nagelfeile gekauft. Ich hatte noch von dieser Serie Gel Nails at Home diese Feile. Meine geht jetzt so langsam zur Neige und deswegen habe ich mir jetzt die gekauft. Ja. Ich werde sie austesten und dann mal schauen, ob sie genauso gut ist wie die andere, die ich jetzt hatte. So. Dann kommen wir zurück zu Kaufland. Kaufland hat ein Angebot von Vitamin und zwar. Diese drei Sachen in einem schicken Geschenkset für 3,95 Euro. Was eigentlich ein sehr guter Preis ist, weil das Peeling alleine schon 2 Euro kostet. Das, auch wenn es nicht im Angebot ist, glaube ich, 1,79 Euro und die Bodylotion, ich habe keine Ahnung. Also, ihr wisst, Zitrone, Buttermilch und ich, wir sind wirklich total dicke miteinander. Und deswegen habe ich mir das Set mitgenommen. Einmal das Duschpeeling davon. Es riecht echt fantastisch. Dann habe ich mir einmal die Dusche dazu mitgenommen und dann einmal die passende Bodylotion.
Wie gesagt, für 3,95 ein sehr, sehr guter Preis und von daher durfte das Set einmal so mit. So, einmal nach unten damit. Dann nochmal im Kaufland habe ich mir einmal die war runtergesetzt. Das ist eine Limited Edition von TTZ. Die ist mit Harmonie des Winters, mit Goldglitzer soll die sein. Die ist auf jeden Fall mit Granatapfeln. Die riecht einfach nur lecker und die hat nur noch 57 Cent anstatt 95 gekostet. Ja, und deswegen eben mitgenommen. Und oh, das riecht total lecker. Ich habe zwei mitgenommen. Also die letzten beiden, die es gab. Ich werde mir die aber für den Winter aufheben. Jetzt kommen erstmal die Sommersachen dran. So, machen wir weiter mit Kick. Im Kick habe ich mir. Nee, machen wir gar nicht. Ich habe mir noch was im DM gekauft und zwar meine Nail Drops. Diese Express Dry Drops, die ich ja immer habe, damit mein Nagellack schneller trocknet. Die gehen bei mir monatlich leer, kostet 1,95, finde ich sehr gut, kann ich echt nur empfehlen. So, kommen wir jetzt aber zu Kick. Ich habe mir für meinen Filofax einmal diese ganzen Haftnotizzettel mitgenommen, wo man eben verschiedene hat. Pfeile, schmale, ein bisschen breiter und die großen. Die haben jetzt zusammen 1 € gekostet. Ich bin am Überlegen, ob ich den blauen hier rausnehme, das einmal abschneide und mir dann in den Filofax eben einhefte. Oder ob ich das in einem großen Ordner einordne, das weiß ich noch nicht. Mein Mann, denke ich, wird für seine Dozentenarbeiten das auch benötigen, dass er sich dann in den Lehrbüchern das eben anmarkern kann und deswegen habe ich eben das große genommen. Dann habe ich mir so Klebebänder gekauft im Kick für 59 Cent. Die sind hier so mit Blümchen, Sternchen und so weiter. Ja, mal gucken, die werde ich dann auch für den Philo benötigen. Moment. Entschuldigt. Die werde ich dann auch für den Philo, denke ich, benötigen. Da wird es demnächst jetzt auch ein Video zu geben, hatte ich euch ja versprochen, zur Wochengestaltung. Und dann wird das sicherlich zum Einsatz kommen. So, dann im Kick habe ich mir dreimal Nagelsticker gekauft. Die sollten kosten 1 € und ich habe für jeweils dieses Pair, also für jeden habe ich 50 Cent bezahlt. Ne? Da haben wir einmal, das ist so schwarze Blümchen, dann mit so Glitzer und so ein bisschen grün und so und einmal in so einem lila Weiß. Wobei ich aber noch nicht sicher bin, ob ich alle behalte oder ob ich vielleicht auch welche weiter verschenke. So, dann im Kick habe ich mir eine Duftkerze gekauft, diese hier mit Orchidee. Die ist auch sehr lecker, ist aufgebaut wie so eine Yankee Candle. Ihr hattet in einem Haul irgendwann mal gesehen, dass ich mir diese Weihnachtskerzen davon gekauft habe und jetzt hatten sie eben die. Und ja, deswegen habe ich mir die mitgenommen und bin echt schon gespannt, ob die genauso gut riechen wie die Weihnachtsduftkerzen davon, wenn man sie anzündet. Ja, ihr Lieben, dann noch eine Sache, die habe ich im. Mir läuft die Nase, entschuldigt. Die habe ich mir im Teddy gekauft für 2 € und zwar diese hübschen Blumenohrringe. Ja, das sind so eine halbe, ja, Hawaii-Blüten, hätte ich fast gesagt. Ja, die kommen dann aber erst im Sommer zum Einsatz. Leider hatte mein Teddy nur einmal diese Farbe und dann keine weiteren Farben mehr. Ich werde aber nochmal gucken, ob ich vielleicht noch andere dazu kriege. Und da war passend bei eben die Kette plus eben der Anhänger. Und da ist überall so ein Glitzerstein drin. Also das, denke ich, macht sich im Sommer echt sehr, sehr gut mit diesen Blüten und so. Und wenn man dann die Haare hübsch zurückgeflochten hat, kann ich mir sehr, sehr gut dabei vorstellen. Ja, ihr Lieben, Tüten sind leer. Das war mein Sammelhaul von Mitte Februar bis jetzt Anfang März. Hab wieder gut gehend beim Duschgel zugeschlagen, hab ja auch nix. Aber ja, es war eben im Angebot und es ist ja nicht alles nur für mich. Und ja. Also eine Entschuldigung finden wir Frauen ja immer für irgendwas, ne? Ja, ihr Lieben, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder dabei seid. Bis dann, eure Foxy.